Die Verlagsgruppe News, 15 der größten und beliebtesten Magazine Österreichs, werden hier produziert. Gute Bilder spielen in Magazinen eine besonders wichtige Rolle. Darüber sind sich Yvonne Dellin-Sonberger, Bildchefin des News-Verlages, und Herausgeber Oliver Vogt einig. Beim guten Bild bleiben Sie sofort hängen. Ja? Und das heißt, die Aufgabe des Bilds ist es, den Leser hineinzuziehen. Die Aufgabe des Bildredakteurs, des Fotografen ist es, so ein Bild zur Verfügung zu stellen. Es gelingt nicht immer, aber wenn wir unsere Publikationen anschauen, glaube ich, gelingt es ganz gut. Bilder transportieren Emotionen und diese sind immer aktuell. Entsprechend positiv blickt Oliver Vogt in die Zukunft. Das Entscheidende ist, und das ist ja der große Unterschied eines Magazins zu einer Zeitung beispielsweise, ob die nun wöchentlich oder täglich erscheinen, wir erzählen Geschichten, wir definieren unsere Geschichten über die Bildsprache. Ja. Das ist der ganz große Unterschied und das wird auch der große Unterschied in 10, 20 Jahren bleiben, wenn die iPads und wie diese ganzen Applikationen dann auch alle heißen mögen. Wir werden eben auf gutem gedrucktem Papier die Opulenz eines Bilds, einer Bildsprache, einer Doppelseite möglich machen. Und wie die Frau Dellin richtigerweise sagt, ein Bild spricht dann manchmal so an und dann verweilst du auch bei so einem Bild. Und ich glaube, du verweilst halt eher in der gedruckten Form bei so einem Bild. Um die richtigen Bilder zu finden, sind Agenturen unerlässlich. APA Picture Desk ist hier einer der wichtigsten Partner. Wir arbeiten alle mit dem Picture Desk zusammen. Die Agentur ist für uns wirklich ein sehr, sehr wichtiger und guter Partner. Das Angebot ist sehr groß, dadurch, dass Picture Desk ja sehr, sehr viele anderen Agenturen aus Deutschland, aus England, sei es von wo auch immer, vertritt. Dadurch werden viele Bildredakteurinnen, egal jetzt von welchem Magazin, schnell fündig bei Picture Desk. Und was, glaube ich, wichtig ist, ist zu sagen, dass die Agenturleistung sehr, sehr anspruchsvoll und hoch ist. Das Ergebnis beim News-Verlag überzeugt jedenfalls. Bild ist für uns ein wichtiges Thema und ich glaube, man sieht es auch, wenn ich mir die Hefte anschaue. Ein Cover ist schöner als das andere. Ich bin eigentlich zufrieden. Ich auch.